Oh, meine Fackel. Aber ich höre Zombies. Hier muss auf jeden Fall irgendwo eine Höhle oder sowas sein. Ist bestimmt auch. So. Ja, Reichtümer, Eisen, fein, fein. Und die nehmen wir gleich mit. So. Ja, alles brauchen wir für Erde. Alles Erde. Für Terraforming oder sonst irgendwas. Wobei Terraforming hasse ich eigentlich. So. Eine Fackel anbringen. So, und weiter geht's. Eigentlich habe ich die Schaufel gecraftet, falls wir unterwegs Sand finden, aber ich sehe schon kommen. Vielleicht sind sie alle hinüber nur für Erde und Kies. Na gut, ist ja auch eh nur Steinwerkzeug. Also eh nicht das Beste. Ne? Aber für so allen Sand reicht das. Jetzt, wie tief geht denn das? Vielleicht kann man eine Höhle frei. Pass mal auf. Ich sehe, es kommt schon. Ja, hier runter. Da runter. Da. Das abstellen. Und noch ein bisschen weiter. Jetzt kann langsam mal hier. Ich meine, ich könnte ja auch aufhören, ja, aber nö, wenn hier unten noch Erde ist, dann nehmen wir sie auch mit. Also jetzt glaube ich langsam doch, dass ich das einfach mit Erde auffüllen werde, was ich gezeigt hatte. Nee, wenn wir so viel Erde hier mitnehmen, dann brauche ich das ja nicht. Oh, wieder Eisen, schön. Yeah, hat sich voll gelohnt. So. Da komme ich hier ran. Oh doch. So. Noch ein bisschen was. Erde. Ganz viel Erde. Ich glaube, wir können gleich doch nochmal hochgehen. Bisschen. Was? Ich sag, doch, das habe ich gerade schon gedacht, das wäre eine Kohle gewesen. So. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Oh, warte mal, gerade die Katze hier mal rauslassen aus dem Zimmer. Wo sie die Tür zerkratzt. Geh raus, los. Ja, schön. So. Kohle mitnehmen, komm. Und los. Ja. Der zeigt, dass wir im ordentlichen schon Eisen finden, die wir ein bisschen Eisenwerkzeug machen können, als diese dämlichen Kinderspielsachen hier. Steinwerkzeug. So. So. Noch mehr Kohle. Was war das denn? So, hier noch was. Da noch was. So, achso, ja genau, dann werden wir gleich hier auf der Insel noch rumlaufen. Mal gucken, was jetzt alles so Schönes gibt hier. Was wir alles finden. Eine schöne Wüste, vielleicht auch ein Tempel oder so. Dann schauen wir gleich mal. So, und ich werde auch gespannt sein auf die PlayStation 4 Edition. Also von Minecraft, ne? Dann will ich da mal gespannt sein, wie das ist, ne? Wie viel größer die Welten sind. Und ob das wirklich funktioniert mit dem Spielstand übernehmen. Weil das wäre ja wirklich geil. Wenn das so klappen würde. So. Ich war schon überlegen, ob ich mit dem Let's Play einfach warte, bis der PlayStation 4 draußen ist, aber ich wollte nicht mehr warten. Ich war schon so ungeduldig, ich wollte endlich mal anfangen. Ich hatte ja keine Ahnung, wie viel Probeaufnahmen und irgendwas hat doch nie gepasst oder nicht gestimmt und nicht gefallen. Und also diesmal habe ich mir gesagt, komm, jetzt ist gut, jetzt nimmst du die Aufnahme, so wie sie ist. Also die letzte. Und dann geht's los. So. Also ein bisschen abgeschweift. Ja genau, aber wenn das mit dem Spielstand funktioniert, dann mache ich das natürlich auch. Also ich werde mir auf jeden Fall Minecraft für die PlayStation 4 holen. Ich bin zwar nun kein Minecraft-Suchti, der das hier ununterbrochen spielt, tagelang oder so, aber zwischendurch, so ein, zwei Stunden die Woche, macht das immer mal Spaß. Ja, wir müssen doch gleich nochmal hoch. So. Zack, zack. Ja. Was mache ich denn da? Oh, bin ich ein Voll. Was? Ich habe keine Schaufel mehr? Das waren schon alle? Nee. Nee. Und Zombie höre ich. Ist wahrscheinlich eh schon dunkel draußen jetzt. Ist egal.
Wir wissen, wo wir Erde finden. Die können wir uns einfach holen beim nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt überhaupt? Ich habe gar nicht hier drauf geachtet. Ja, einiges. Eisen 61er Stick, den machen wir gleich noch voll. So. Eine Fackel nehmen. So. So, hier müssen wir was. Was ich auf der Xbox, also auf der Xbox, ne, Minecraft gut finde, die Texturenpakete. Da gibt es nämlich auch Skyrim und Fantasy. Auch total hübsche, gut aussehende, geile Texturenpakete. Die, wo ich hoffe, dass diese auch für PlayStation 3 noch kommen. Dann werde ich sie mir da nämlich auch nochmal holen. So. Fantasy sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus, finde ich. Die Fenster und sowas, so einen goldenen Rand. So. Auch die Viecher sehen nicht schlecht aus. So. So. Also ich meine, das ist so gut, wie man halt für einen Untoten aussehen kann, ne? So. So. Für so einen senilen Senior oder sowas. So. So, so ein Rentner halt, ne? So. Warte mal. Da. Da kommt es. Ich werde mal jetzt hier. Ach komm, es reicht. Gehen wir mal nach hier. Oh, Flaschen auch gleich. So. Kies, Kies. Eisenerz, 6 Stück. Da hat sich ja der ganze Aufwand ja schon voll gelohnt, würde ich sagen, oder? So. Und das hüpfen wir wieder hoch hier. Woanders? Ach hier, ne? Ne, doch nicht. Nein. Was? Wo? Oh. Hier? Ne? Was? Oh. Hallo? Hier? Nein. Hallo? Wahrscheinlich hier, ne? Sehr wahrscheinlich sogar hier. So. Und das Ganze jetzt hier wieder zu. Hopp. Wies, wies, wies. Hier. Hier nicht. Runterfallen. So, okay. Wo komme ich jetzt hier raus? Hier. Oder? Ach, hier, ne? Gut. Oh, dann machen wir jetzt aber ja. Einfach so. Ich höre doch was. Da ist auf jeden Fall irgendwo was. Geht's denn da weiter? Ach so, hinten, ne? So, komme ich jetzt von hier, oder? Ja, so verlaufen manchmal. Nee, so, komm, hier müssen wir, genau. Aber ich denke mir mal, ich werde das hier dann irgendwann auch mal hier vorne die Eingänge zumachen, dass wir nur einen Eingang hier haben. Ich denke mal, es kommt wahrscheinlich... Ach, stimmt. Es kommt wahrscheinlich ein bisschen schöner rüber. Ach, komm, wir nehmen jetzt die Kohle damit. Noch ein bisschen Stein. Die machen wir noch kaputt, die Spitzhacke. So, hier noch. Da noch. So, viel Kohle. Und dass wir ein Eisen finden würden. So, hier noch. Da noch. Na, reicht die Spitzhacke für die ganze Kohle noch? Ja, was sagt's denn? Sie hat gereicht. So, hier noch. Da noch. Kommen wir schon raus. Gut, gut. Dann wieder ab da hoch. Müssen wir nun wohl übel. Komme ich jetzt hier auch irgendwie hoch? Da, da, da. Dann, oder? So. So, so, so. So, so, so. Und so. Sehr schön. Naja, ich weiß, wenn ich das so sehe, denke ich mir schon immer mal so ein bisschen so, na, würde ich auffüllen oder nicht auffüllen? Weil ich wollte das dann schon so auf eine Ebene bringen, aber... Vielleicht tragen wir es doch. Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ach, ich sehe es dann. So, jetzt haben wir so eine, nur so 2 Schäufchen oder so. Ne, na Uni, hast aufgepasst? Schön. So, Werkzeug, Schaufel. 1. Was? So, ja. Das können wir auch so machen gerade. So.
2. Haben wir 3, komm. Spitznack haben wir noch genug. Brauchen wir alles nicht. So, Kisten ballern wir gleich mal richtig voll hier, ne? Weil die können wir auch hier lassen. Und das und das und das und das. Das auch, das auch, das auch. Ist das schön. Ach, den nehmen wir mal mit. Die Erde auch hier. Der kann hier bleiben, das kann hier bleiben. Einen Schaf gleich hier hin. Komme ich unterwegs noch ein bisschen Bäume fällen, was wir halt so brauchen. So, die Kohle nochmal nach hier. Das soll es ein bisschen ordentlicher machen, dass es ein bisschen sortierter ist. Die lassen wir mal da. Jo, dann war es das doch. Ach schon, die Karte wollten wir noch mitnehmen, ne? Ah, die machen wir nach hier. Nee, warte mal, erstmal gucken wir, wo wir überhaupt hier sind. Das haben wir noch gar nicht gemacht. So. Hopp, zu. So, gleich hier unten. Okay, alles klar, gleich unten am Rand. Gut. Dann muss man noch da und dann würde ich sagen, dann geht's auf. Uni, pass auf, ne? Du kommst nicht mit, die Mission ist gefährlich. So, wollen wir dann gehen? Gehen wir so rum oder gehen wir so rum? Ach, wir gehen links herum. Links. So. Dann mal hier runter. Schaffis. So. Können wir auch im Wasser lang laufen? Nö, wir laufen mal hier rum. Schön euch die Berge, die Landschaft. Ich finde unterwegs auch. Ne, doch, gehen wir unten mal lang. Ich finde unterwegs ein bisschen Zuckerrohr. Ach so, das ist eine Huhnohr, eine Ente. Ich habe schon gedacht, was ist das jetzt da? So. Oh, eine Wolle gefunden. Einfach mal so. Schön. Na, ja, du mich auch. Noch ein Hund. Nein, dich greife ich nicht an. Ich bin nicht bescheuert. So. Kriegst du nur rote Augen und ich bekomme Angst vor dir. So, jetzt hier lang. Naja, viel zu sehen gibt es da nichts außer Bäume. Ja, also wenn ich hier fertig bin, dann stehen ja keine Bäume mehr hier, Mama. Industriegebiet hin oder Vergnügungspark, ne? Zum Einkaufszentrum. Hier, 24 Stunden am Tag geöffnet. Oh, Kürbis. Ja, aua. Oh, und ich werde aber was essen langsam. Warte mal, jetzt teste ich mal die Karotten. Wie viel bringen die zurück? So. 2. Na komm, lass mal noch. So. Nein, ich schmeiß da noch weg. Warte mal, noch mal ein paar Kürbis nehmen wir schon mit. Komm. Und alle, das reicht. Komm, ja, den noch. Ist gut. Oh, da haben wir von Bambus. Bambus, schön, schön. Nehmen wir mit. So, so. Kann man hier auch alles mitnehmen. So, und los geht's. Dann gehen wir mal weiter gucken. Ich habe ja auf leicht stehen, ne? Ja, doch, ich meine ja, ne? Oh, Sand. Ach, die Bambusgeräusch. Haben wir jetzt schon mal Sand mit? Klar, warum nicht kommen? Wenn wir schon mal hier sind. So. Weil sie auch ein paar Fensterchen haben. Wobei ich mir auch schon gedacht habe, überlegt habe, die Hütte, die wir bauen, die baue ich etwas länger noch. Und dann mache ich daraus aber ein, sag mal,